Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Donnerstag 19.30 Uhr, nächster Livestream, wird eine schöne Pack-Eskalation. Wir werden schön Packs öffnen, viele Punkte ausgeben, hoffentlich ja gute Spieler ziehen. Wobei, ich glaube bei diesem Landeshelden-Event da gute Spieler zu ziehen, das ist so gut wie unmöglich. Aber gut, wir werden trotzdem unser Bestes geben, das ist ja sowieso klar. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr damit am Start seid, Freunde. Ja, ich würde sagen, wir gehen heute rein ins Video. Ich habe heute ja wieder ein richtig cooles Video für euch. Und zwar, wir werden uns heute Erling Haaland abholen. Ich kann mir hier den guten Erling Haaland jetzt holen. Ich habe den Pass durch, relativ easy durchbekommen. Halt täglich Quests immer gemacht. Also halt hier ne Wochenquests und Tagesquests. Dann geht das schon ziemlich gut durch. Genau, da werden wir uns den Haaland dann gleich holen. Und genau, ich würde es aber zuerst sagen, können wir eigentlich nochmal ein Pack öffnen, Freunde. Ich habe nämlich nochmal Bock hier auf ein Pack. Genau hier war das. Das wird jetzt wieder resettet. Aber mal gucken, vielleicht ziehen wir trotzdem ein Walkout. Würde ich mitnehmen, also ein Ödegaard wäre halt schon geil, ne? Puh, wir gehen rein, Mann. Ich öffne vielleicht drei Packs. Drei Packs werde ich machen. Und ja, wenn ich an den drei nicht komme, schon wenigstens einen Walkout, ey. Wenigstens einen. Komm schon, bitte. Wenigstens ein Walkout. Gönn. Oh Mann, das kann nicht sein. Komm, letztes Pack. Komm schon, bitte. Wenigstens ein Walkout. Ein Walkout. Ach du Scheiße. Ja, das ist wirklich krass. Das Pack-Luck ist also so generell, so die Chance, hier gute Spieler zu ziehen, ist ja so schlecht bei diesem Event. Das ist ja so krass, ne? Gut, ja, 102.000 Punkte habe ich jetzt hier aufgespart. Ja, werden wir wahrscheinlich alles im Livestream ausgeben, wobei ich weiß noch nicht ganz, weil das Gute hier wird ja wieder resettet. Wenn ich vielleicht noch die Punkte, wie viel brauche ich? 150.000. Glaube ich, kriege ich es sonst halt nicht hin, oder? Ich weiß nicht, mal gucken. Dann werde ich es wahrscheinlich machen, aber sonst werde ich es wahrscheinlich dann halt nicht machen, ne? Weil sonst ist es ja unnötig. Genau, ich wollte jetzt aber hier bei Landespartie, genau, hier hatte ich nochmal ein paar Punkte ausgegeben, hier würde ich gerne auch nochmal ein, zwei, drei Packs öffnen, genau, ja gut, hier eigentlich auch was, also ich habe es schon gesagt, Freunde, also hier wirklich was Gutes zu ziehen bei diesem Event ist unmöglich, Freunde, es ist unmöglich, es geht nicht, es geht einfach nicht, ich finde es einfach schade, gut, ist halt so, ne, ist halt so, und ja, mal gucken, was wir ziehen, ein Spieler, 76er Armstrong, ja gut, ja komm, ich mach noch eins. Ein Pack mache ich noch, den Rest hebe ich für den Livestream auf und ja, es ist so krass, ne, es ist so krass, es ist wirklich krass, ich verstehe es nicht, das ist so hart, ne, es ist so krass, ich komme nicht drauf klar, wenn man hier sieht, ne, Alter, es ist schon hart. Beim WM-Event hätte man wahrscheinlich dann hier so einen 100-Plus-Spieler gezogen. Oh, ich finde es schade, dass EA das auch so macht, ne? Dass man da so wenig Chance hat, was Geiles zu ziehen. Also es ist egal, welches Angebot. Wenn ich jetzt hier öffnen würde, ich würde hier auch nur Kacke ziehen, ne? Hier habt ihr gerade gesehen, es ist irgendwie deprimierend. Man geht in die Packs rein und weiß, man kann nichts Gutes ziehen. Es ist halt das Blöde. Also es ist halt wirklich Kacke bei dem Event, ne? Das. Ja, es zieht einen runter, finde ich. Das zieht wirklich einen runter, wenn man schon reingeht. Also wenn man schon Pack-Opening macht und rein und schon im Vorhinein weiß, das will sowieso nichts. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Na gut. Immerhin können wir uns jetzt den Erling abholen und den Milenkongo, wie immer der heißt. Let's go. Gönnen wir uns immerhin etwas hier, Freunde. Immerhin etwas. Nimm mal kurz mit. Mal gucken, wie viel der noch wert ist. Vielleicht geht er raus. Würde ich eigentlich mitnehmen. Für wie viel geht er raus? Oh, wenn er für 4 rausgeht. Oh, das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wenn er für 4 rausgeht. Das heißt, die Frage, geht er raus? Ja, er geht raus. Das ist super. Das ist sehr nice. Was sage ich mit Doherty? Ja, okay, der geht nicht raus. Aber das ist gut. Das nehme ich mit. Was ist mit ihm hier? Geht auch nicht raus. Okay. Egal, nehme ich mit. Nehme ich mit. Und Erling Haaland wird ja sowieso rausgehen. Komm, wir gucken nochmal schnell nach. Aber ich denke mal, der Erling wird. Haben jetzt so einen Guest gehabt, 106, naja, wird safe rausgehen. Oh ja, 46 Millionen, die schmecken, Freunde, die schmecken sehr, sehr gut. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Let's go. Erling, komm ran auf den Meter.
Let's go. 106 ist so eine coole Karte, aber ich habe halt mein 109er Eusebio, deswegen kommt er halt nicht in Frage. Aber ansonsten natürlich Haaland, geiler Spieler, ne? Geiler Spieler. Da ist er, Freunde. 106er Erling Haaland. Sehr geil. Was hat denn so für Stats? Die würde ich mir gerne nochmal angucken. Was hat der gute Mann für Stats? Ja, geht klar, ne? Geht klar. 106er, gut. Hat einen Skillboost, den ich jetzt nicht habe. Von daher wäre auch problematisch, aber kann man auf jeden Fall spielen. Ne? Ist nicht verkehrt. Aber wie gesagt, ich verkaufe den Mann. Ich brauche ihn nicht. Ich nehme da lieber die Coins mit. Ja, das mit der Saeli, das wird, glaube ich, nichts mehr. Aber gut. Ist dann halt so, ne? Da ist er. Jawohl. Let's go. Verkauft. Und wir kriegen am Ende 43,4 Millionen. Haben somit 287 Millionen. Das ist sehr gut. Road to 300 Millionen heißt es dann wieder, aber ich werde mit der Seite nicht kaufen. Ich werde aufs Totti warten und mir dann schön IV hin, entweder Van Dijk oder jetzt habe ich den zweiten Innenverteidiger vergessen. Perfekt, ich bin neu gekommen, lost. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich denke mal, ich werde von mir einen Van Dijk holen, weil Van Dijk finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Den sehe ich da eigentlich für Ferdinand und dann läuft das hier super, Freunde. Dann läuft das hier super. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, das Team spielt sehr, sehr geil. Ist absolut super, macht Spaß. Ja, 133 ist es auch so. Also mehr kann man da jetzt, glaube ich, auch nicht so rausholen, weil es halt jetzt auch nicht die geilen, also nicht so geile Spieler gibt. Zum Beispiel Team of the Week können wir auch gucken. Das ist, ja, ich sag offen und ehrlich, Freunde, ich spiele das nicht. Ich spiele es nicht. Ich sehe auch keinen Sinn. Jetzt haben wir hier mal 103er Dybala, aber ich sehe irgendwie keinen Sinn da dran. Geht der eigentlich raus, Dybala? Das würde mich mal interessieren. Will den jemand haben? Ich denke nicht. Weil der auch 103 hat, also 120 Millionen. Also es gibt die warum ist die unanimierte Variante teurer als die animierte? Okay. Ja, geht nicht raus, das war klar. Ich würde den jetzt auch nicht spielen, oder? Bei 103 ist halt weit, sehr, sehr weit unten vom Guess, ne, vom normalen Guess-Level, würde ich jetzt mal sagen. Ja, 24.000 Gems, Freunde, werde ich aufbewahren. Für Totti natürlich. Hier gibt es coole Angebote. Hier 290 plus. Ja, okay, sieht sehr verlockend aus. Aber ich spare fürs Totti, Freunde. Da werde ich meine ganzen Gems dann rausbuttern. Mond, naja, habe ich bis jetzt nicht einmal irgendwas gemacht, Freunde. Könnt ihr auch vergessen. Das macht gar keinen Sinn. Ja, ich spare hier alles an für das Totti, Freunde. Genau. Und dann würde ich sagen, Freunde, das gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen. Haut rein und ciao.